Also ich bin Montserrat Casals-Freixas von der Deutsch-Hispanischen Gesellschaft und ich werde jetzt ein kleines Volksmärchen aus Spanien vorlesen. Und der heißt Der unzufriedene Esel Burrito. Es war einmal an einem sehr kalten Wintertag. Auf dem Lande schneite es heftig. Und in einem Bauernhaus, in dessen Stall, schaute ein kleiner Esel, er hieß Burrito, durch die Fensterscheibe. Neben ihm war ein Haufen trockenem Stroh. Trockenes Stroh, sagte der Esel zu sich selbst und verachtete es. Ach, wenn der Winter nur vorbei ist und der Frühling kommt, damit ich frisches, saftiges Gras essen kann, das überall wächst, auf den Wiesen und am Wegesrand. So seufzte Burrito in unserer Geschichte, während der Frühling kam und mit der ersehnten Jahreszeit wuchs schönes grünes Gras in großer Fülle. Burrito freute sich sehr, aber seine Freude war nur von kurzer Dauer, denn der Bauer mähte das Gras, trug es auf dem Rücken des Esels und brachte es nach Hause. Und dann kam er zurück und trug es wieder und wieder und wieder. Burrito mochte also den Frühling nicht mehr, so fröhlich er auch war und so grün das Gras auch war. Ach, wenn doch der Sommer käme, damit ich nicht so viel Gras von der Wiese tragen muss. Der Sommer kam, aber nicht, weil es so heiß war, verbesserte sich das Glück von Burrito. Denn sein Herr nahm ihn mit auf die Felder und belud ihn mit der Ernte von Weizen, Gemüse und Obst. Der unglückliche Esel schwitze eimerweise, weil er unter der Segen der Sonne arbeiten musste. Oh, ich kann den Herbst kaum erwarten. Dann muss ich keine Strohbündel mehr tragen und keine Säcke mit Weizen zur Mühle schleppen, damit dort Mehl herstellen. Das war die einzige Hoffnung, die er noch hatte, denn weder im Frühjahr noch im Sommer hatte sich seine Lage verbessert. Die Zeit verging, der Herbst kam. Aber was passierte? Der Knecht holte Burrito jeden Tag aus dem Stall und legte ihm den Packsattel an. Hüha, hüha, viele Körbe mit Obst warten im Obstgarten auf uns, um sie zum Keller zu bringen. Burrito ging vom Haus zum Gemüsegarten und vom Obstgarten zum Haus, und während er schweigend ging, dachte er daran, dass sich sein Zustand mit dem Wechsel der Jahreszeiten nicht verbessert hatte. Burrito war mit Äpfeln, mit Kartoffeln, mit 1000 Vorräten für das Haus beladen. An diesem Nachmittag war er mit einer großen Menge Brennholz beladen worden. Und als das Tier auf den Heimweg ging, dachte es auf seine Weise: Wenn ich den Frühling schon nicht mag, dann mag ich den Sommer noch weniger. Und den Herbst finde ich auch nicht so toll. Oh, ich kann den Winter kaum erwarten. Ich weiß, dass ich dann nicht das saftige Gras haben werde, nachdem ich mich so gesehnt habe. Aber wenigstens kann ich mich so viel ausruhen, wie ich will. Der Winter ist willkommen. Ich werde nur trockenes Stroh in der Krippe haben, aber ich werde es mit großer Zufriedenheit essen. Und als der Winter endlich kam, war Burrito sehr glücklich. Er lebte in seinem gemütlichen Stall und aß mit Freude das Stroh, das in die Krippe gelegt wurde, während er sich an seinen früheren Strapazen erinnerte. Burrito hatte nicht mehr den Ehrgeiz, der sein früheres Leben trübte. Nun beobachtete er vor seinem warmen Stall aus die fallenden Schneeflocken, und der unzufriedene Esel, der nun nicht mehr unzufrieden war, hatte diesen Gedanken, den wir uns alle immer vor Augen halten sollten, um zufrieden auf dem Pfaden des Lebens zu wandeln. Zufrieden zu sein mit dem, was wir haben, ist das Geheimnis des Glücks. So, ich habe diesen Märchen.
gewidmen an alle Leute dieser Welt eigentlich. Und unsere Gesellschaft hat drei Patenkinder und es wäre nicht schlecht, wenn vielleicht eine Spende dazu käme.